herzlich willkommen und einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag, wenn ihr das an dem Tag schaut, an dem ich das Video rausbringe. Es gibt mal wieder ein Hausbauvideo von mir und ich dachte mir, so in der Weihnachtszeit ist es doch eigentlich am besten, wenn ich das um Weihnachten rum sozusagen als kleines Geschenk an euch präsentiere. Und da ich dieses Video mal wieder in zwei Teile mache, weil es einfach sonst zu lang wäre, habe ich das jetzt auf den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gelegt und hoffe, dass ihr euch darüber freut. Ich weiß zwar nicht, wie viele von euch das heute gleich schauen werden oder ob ihr das später schauen werdet, aber jetzt ist es auf jeden Fall schon mal da. Und das Haus ist ehrlich gesagt schon etwas älter. Das habe ich eigentlich vor einigen Monaten gebaut, aber bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt, das irgendwie das Video dazu fertigzustellen. Und das Haus ist sehr, sehr modern. Also das war das modernste Haus, was ich eigentlich bisher gebaut habe und auch geplant hatte. War zumindest auch mein Anliegen, dass es ein sehr, sehr modernes Haus wird. Und ich habe mir da so Inspirationen gesucht, indem ich einfach auf Google modernes Haus eingegeben habe. Und da habe ich so ein bisschen die Front nach einem Bild eingestellt und auch so den Garten hinten auch so ein bisschen nach einem anderen Bild. Also wenn ihr das auch mal selbst googelt, werdet ihr bestimmt ein paar Bilder wiedererkennen in meinem Haus oder andersrum. Also so ein bisschen das wiedererkennen, was ich wo genutzt habe, also von welchem Bild ich mir da die Inspiration geholt habe. Und ist halt sehr hell auf jeden Fall gestaltet, vor allem auch von außen, also mit Weiß und ganz viel Glas auch, mit Holztönen und ja, alles, was halt ein modernes Haus so ausmacht. Natürlich hat es auch ein Flachdach, das ist hier gerade so ein bisschen im Entstehen, auch wenn das natürlich noch ein bisschen dauert, bis das fertig gestaltet ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Elemente so nennen soll. Ihr werdet sie sicher alle erkennen. Also da sind dann so Dächer, die so ein bisschen überhängen. Oder vorne an der Front gefällt mir auch dieser eine Teil. Na, das werdet ihr später alles noch sehen. Also ich finde es echt gelungen. Und normalerweise muss ich sagen, nach ein paar Monaten oder sowas gefallen mir die alten Häuser nicht mehr. Also wenn ich mir dann später nochmal das Haus ansehe, was ich vor ein paar Monaten gemacht habe, denke ich mir so, was ist das denn? Aber bei dem Haus hier, als ich es jetzt bearbeitet habe die letzten Tage, da dachte ich mir so, ja, es ist nach wie vor echt schön geworden und ich bin froh, dass das so schön aussieht und ich habe auch echt gerne in diesem Haus gespielt. Und mittlerweile spiele ich da leider nicht mehr mit meiner Familie drin, weil die Kinder sind groß geworden und so und dann braucht man natürlich immer wieder ein neues Haus, wohin sie umziehen können. Aber bis dahin hat es mir echt Spaß gemacht und ist auf jeden Fall echt cool. Das ist auch sehr luxuriös. Ich glaube, das kostet über 300.000 Simoleons oder so. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht genau, aber es ist sehr, sehr teuer. Ist also nur was für die reichen Sims. sieht auch von innen wirklich sehr, naja, also man erkennt, dass da viel Geld drin steckt. aber das werdet ihr in der Einrichtung noch besser sehen können. Und hier entstehen die Balkone sozusagen. Davon haben wir zwei Stück, die aktuell noch verbunden sind, aber die werden bald getrennt. Also ich hab viel so an Details in diesem Haus rumgespielt. Der grundlegende Grundriss steht ja schon, aber es kommen noch einige Details hinzu und manches wird ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, so an der Form geändert, um das alles noch ein bisschen zu perfektionieren. Aber so vom Grundlegenden bleibt das so ein Klotz. Nur am Ende sieht es nicht mehr wie ein Klotz aus, das ist ja ganz gut. Also ich find moderne Häuser teilweise echt schwer, die schön hinzukriegen. Aber mit dem ist das echt gut gelungen. Also, ja, ich weiß nicht. Ich finde es echt schick geworden. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich alles die ganze Zeit erzählen soll. Es hat auf jeden Fall... Also ursprünglich hat es zwei Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. Im Laufe der Zeit, als ich damit gespielt habe, wurden es drei Kinderzimmer und nur noch ein Schlafzimmer. Also es ist halt für eine wachsende, reiche Familie, würde ich mal sagen. War es zumindest für mich. Kann auch nur bei einem Kind bleiben, aber wenn man halt mehr Kinder haben möchte, sind auf jeden Fall genug Räume zum Erweitern da. Und das ist eigentlich ganz gut. Ich habe mit solchen Details wie Säulen zum Beispiel ganz oft gearbeitet. Oder damit die Balkone halt mit den...
mit den Säulen dazu, mit diesen Holzsäulen. Die kommen, glaube ich, aus dem Store, aus dem Store Haus, also dem Store Grundstück Zuflucht der Heiterkeit, müsste das sein. So zugehörig zu Sunlit Tides. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade die genommen habe, weil die sehen auch gar nicht so modern aus. Die sind halt aus Holz und so komisch von der Struktur her, aber haben ganz gut eigentlich da reingepasst in das Bild. Ja, und bei Flachdächern ist also für mich zumindest immer wichtig, dass es halt verschiedene Ebenen gibt, die auch gut voneinander zu unterscheiden sind, weshalb ich da auch nochmal ein bisschen an der Höhe gearbeitet habe, glaube ich, dass da dieses mittlere Stück ein bisschen besser von den anderen zu unterscheiden ist. Ja, erstmal ein bisschen experimentiert, so ob ich vielleicht die irgendwie zusammennehmen kann oder nicht. Und ja, wie gesagt, das war viel Rumspielerei. Ja, aber am Ende ganz gut geworden. Und ja, da vorne sind so Garagentore, da wollte ich erst eine Garage draus machen. Aber hab dann bemerkt, dass das nicht ganz so passt, werdet ihr später noch sehen. Ja, hier ist ein kleiner Seiteneingang, weil, ja, eigentlich braucht man ihn gar nicht, um ehrlich zu sein, aber sieht eigentlich ganz schick aus. Vor allem so ein großes Haus kann ruhig auch mal mehrere Eingänge haben. Das ist ja eigentlich ziemlich legitim und normal. Und deswegen habe ich da einfach einen eingefügt, der hat da ganz gut hingepasst, auch von den Details her. Und jetzt kommen die ersten Wandbelege hin. Ich fange an mit so einem Weiß, auch um so ein bisschen so ein paar Strukturdetails am Haus zu kennzeichnen, wie zum Beispiel eben dieses, ja, dieses weiße U oder ja, dieser weiße Rahmen, den ich da habe. Den wollte ich halt auch mal so ein bisschen kennzeichnen, damit ich das auf jeden Fall auch mitkriege, dass der auf jeden Fall in einer Farbe sein soll. Der bleibt, glaube ich, auch weiß. Ja, also teilweise sind diese Wandbelege auch einfach nur mal eine kleine Hilfe, um zu sehen, was wo zusammengehörig ist, was in welcher gleichen Farbe sein soll. Und dann am Ende wird erst wirklich festgelegt, was genau in welcher Farbe ist. Ja. Und zu dem Weiß gesellt sich noch so ein Blau-Grauton, der wird gleich noch ein bisschen geändert. Also die Farben werden alle noch so leicht geändert, in leichten Farbtönen, damit sie besonders gut zusammenpassen. Ja, zum Beispiel eben dieses Blau-Grau. Und das ist alles in sechsfacher Geschwindigkeit, aber teilweise ist das doch echt langsam, der Prozess. Aber ich wollte es nicht noch schneller machen, weil ich ja öfters höre, dass ihr euch wünscht, dass es noch langsamer ist. Noch langsamer hieße aber, dass es noch ein längeres Video wäre. Und ich glaube, das möchtet ihr euch auch nicht antun. Deswegen lasse ich das immer so in sechsfacher Geschwindigkeit, wenn es geht, wenn das in Ordnung ist. Und bei diesem Video ist das eigentlich die ganze Zeit in Ordnung. Dieses ganze Hin- und Herdrehen, was ich immer wieder habe, das kann ich nun mal nicht vermeiden. Wie zum Beispiel eben, war ein bisschen stark. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Das mache ich eben beim Spielen, beziehungsweise beim Bauen. Ja. Dazu gesellt sich auch noch ein Holzton, so, ja, so Holzplatten sozusagen, so ein bisschen unterteilt. Alles eigentlich sehr moderne Wandtöne, Wandbelege, finde ich. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ja, jetzt wurde auch hier auch an der Stelle noch mal ein bisschen gearbeitet, wie an so vielem. Einfach noch so ein bisschen feinjustieren und schauen, wie das alles klappt. Die ganzen Cheats, die ich verwendet habe, wie zum Beispiel Constraint Floor Elevation, was ich hier ständig verwendet habe, wegen dem ganzen Split-Leveling und den Flachdächern. Das steht natürlich auch wieder in der Videobeschreibung, wie die Cheats heißen und wie sie funktionieren. Könntet ihr ja in meinen Tutorials anschauen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ich habe einmal ein Tutorial zu Cheats allgemein, also zu verschiedenen, zu so denen, die ich am meisten und am liebsten benutze. Und dann habe ich noch zwei extra Tutorials zu Constraint Floor Elevation gemacht, weil das halt ein bisschen komplexerer Cheat ist. Und halt auch die Anwendung ein bisschen komplizierter ist. Und ja, das könnt ihr euch auf jeden Fall gerne anschauen, falls ihr da wissen möchtet, wie das funktioniert. So, ja, und nach mehrmaligem Justieren der Farbtöne und einmal wieder umswitchen hier vorne,
ist dann, glaube ich, so grob auch der Plan der Wandbeläge gesetzt, sodass ihr sehen könnt, wie das Haus schon mal so grob aussieht. Ich habe vor einigen Monaten, als ich das Haus gebaut habe, hier ist gerade meine kleine Pause, habe ich auch irgendwann mal ein Bild auf Facebook gepostet. Ja, und jetzt ist das Video dazu fertig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das dauert halt manchmal ein bisschen länger. Ich hatte eigentlich schon fast alle Aufnahmen, haben mir noch gefehlt und dann hatte ich das auch nicht immer präsent, beziehungsweise auch nicht immer unbedingt Zeit, das zu machen. Aber für die Weihnachtszeit, ich habe jetzt, also ich nehme jetzt einiges im Voraus auf, beziehungsweise muss irgendwann um Weihnachten rum auch noch ein paar Videos aufnehmen. Dann habt ihr jeden Tag eins und ja, da dachte ich mir, für die Zeit kann ich auf jeden Fall irgendwie noch hinkriegen, so ein Hausbauvideo zu machen. Und da das schon so zu zwei Dritteln fertig war, dachte ich mir, bietet sich das eigentlich ganz gut an. Ja, als nächstes arbeite ich an Häusern und der ja, an Häusern und so für die Abenteuer-WG, wo sie später hinziehen werden, sobald das alles fertig ist. Da wird es also auch irgendwann Videos zu geben, je nachdem, wann ich das hinkriege. Aber aktuell ist nur dieses Haus und ich weiß halt auch noch nicht, wann nächstes Video kommt. Das weiß ich ehrlich gesagt nie. Das weiß ich eigentlich immer erst gerade, wenn es fertig ist. Und das ist meistens nicht lang, bevor das Video rauskommt. Deswegen hilft da Fragen meistens leider nicht viel. Also der, ja, das Dach, wie ihr sehen könnt, ist farblich immer den Wandbelägen angepasst. Also dass das ein bisschen wie, ja, wie so ein Viereck oder irgendwie sowas in die Richtung aussieht, was halt oben und an der Seite die gleichen Farben hat. Einmal der blaue Klotz, der weiße Klotz, der graubraune Klotz und so weiter und der holzfarbene. So in der Richtung. Und als würden sich diese ganzen Bauklötze so ineinander stapeln und verflechten zu einem Haus. So in der Richtung. Ist zumindest für mich das Verständnis von modernen Häusern, zumindest von diesen, die so in der Art aussehen. Ja, dann kommen auch schon die Fenster. Juhu! bei den Fenstern war ich auf jeden Fall auch moderne. Das war, glaube ich, eins der ersten Häuser, die ich mit wildes Studentenleben gebaut habe, wenn ich mich nicht irre. Also wo, ja, abgesehen von dem Unihaus, was ich glaube ich als allererstes gebaut habe, aber das hier war so das erste richtige Wohnhaus, was ich vollständig, also was ich gebaut habe, als ich schon wildes Studentenleben hatte. Also nicht nur irgendwie was hinzugefügt habe, sondern gleich direkt, als ich es hatte, ja, das Erweiterungspack benutzen konnte. Und deswegen habe ich natürlich auch viele Studentenlebenfenster benutzt und auch die Tür? Nee, die Tür nicht. Aber ja, trotzdem sind die Fenster hier vorne alle aus dem Hauptspiel und ich habe hier noch so ein kleines Wanddetail hinzugefügt, indem ich diese Säulen benutzt habe. Das war nicht wie bei meiner Vorlage so der Fall, dass irgendwie zwischen den Fenstern noch so die Wand so ein bisschen hervorging, ein bisschen anders aussah. Und das fand ich ganz cool und ich dachte mir, wie kann ich das bei Sims erzielen? Indem ich einfach diese ganzen Säulen so platziere, dass die irgendwie auch so eine kleine Hervorhebung der Wand zu einem Teil platzieren. Also zu einem Teil erzeugen und auf der Etage drüber leicht versetzt und ein bisschen größer habe ich das auch nochmal gemacht. Es hat einfach, wie gesagt, ein schönes Wanddetail und eingefärbt sieht das auch gleich noch viel besser aus. Also ich finde das auch ein richtig schickes Detail für die Wand. Ja, und hier wird es gleich eingefärbt. Ja, und so sieht das eigentlich echt schick aus. Dann noch mit den Fenstern in Schwarz dazu. Hat schon was, finde ich. Hat wirklich was. Ja, und ja, man kann natürlich eigentlich ziemlich gut reinschauen ins Haus durch die großen Glasfronten vorne und hinten. Aber vorne ist auf jeden Fall hauptsächlich nur der Eingangsbereich. Da ist man, also ja, das ist halt einfach sehr einladend, würde ich sagen, dass man da reinschauen kann, wenn man unbedingt will. Und hinten sind auch nochmal große Glasfronten, die sind jetzt im Entstehen, aber da ist ja natürlich der Garten, das heißt, da kann man eh nicht so sehr reinschauen. Da ist auch oben das Schlafzimmer, also da möchte man schon eher Privatsphäre. Aber ich habe, glaube ich, auch fast überall so Blenden, Sichtblenden reingemacht, dass man auch zur Not die runterziehen kann und ein bisschen mehr Privatsphäre hat.
Ja, dann habe ich noch ein bisschen weiter überlegt mit den ganzen Fenstern. Also hat alles so ein bisschen gedauert. Ist eigentlich auch meistens der Fall. Es ist selten so, dass ich sofort alles auf Anhieb festlege, sondern immer so ein bisschen rumschaue, was könnte denn am besten passen, was wäre denn hier am schönsten. Und ja, habe dann glaube ich auch noch ein bisschen am Haus justiert, weil hier wollte ich einfach so diese zwei Fenster hinsetzen aus dem Store und dazwischen die Tür, aber leider war das 5 breit und mit den zwei Fenstern in der Tür bräuchte man nur 4. Deswegen habe ich das einfach alles nochmal um eins versetzt. Ist halt leider ein bisschen aufwendig. Wird ja immer gesagt, dass das bei Sims 4 ja so viel einfacher wäre. Aber Sims 4 hat ja auch noch kein Constraint for Elevation. Also weiß ich nicht, ob das dann auch noch so einfach wäre, wenn sie das hätten. Oder ob das dann überhaupt möglich wäre. Ja, werden wir sehen. Und hier hinten habe ich dann so schicke Fenster eingesetzt. Da werdet ihr später sehen, warum die so aussehen. Also warum das einmal so nach unten geht, an so einen Fensterstreifen. Und hier vorne kommen dann noch diese Fenster hin. Ich glaube, das sollte es dann so grob gewesen sein. Also es sind schon viele Fensterfronten, viele große Fensterfronten, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem relativ privat an einigen Stellen. Also ich weiß nicht. Ich habe mich immer, während ich da drin gespielt habe, ziemlich privat gefühlt, muss man sagen, weil auch weniger Leute, weniger sind vorbeigelaufen sind und ja, keine Ahnung, kann man schwer beschreiben. Natürlich kriegt das Haus auch einen Pool, weil so ein Haus für Reiche muss natürlich immer einen Pool haben. Passt auch super da rein. So schön auf der kleinen Terrasse. Ist nur eine Treppenstufe hoch, aber da es auf Fundament ist, braucht man natürlich trotzdem weiterhin eine Treppe, damit die Sims das benutzen können. Ja, und die wurde natürlich auch überall platziert. Und wir haben hier schöne Balkone mit Glaswänden gesichert. Und ein bisschen Holz auch. So ein kleiner Mix macht das Ganze auch interessanter. Ja. Ich glaube, unten kommt das nicht hin, weil unten bleibt sozusagen offen. Theoretisch könnte da eigentlich auch ein Sims gleich einfach reinlaufen, weil so hoch ist das nicht. Nur praktischerweise können sie es nicht. Das ist ganz gut, vor allem für Paparazzi und sowas. So ein reicher Sim, der hier wohnt, wird bestimmt auch von Paparazzi genervt werden. Dafür ist auf jeden Fall auch das Grundstück gesichert, denn mich im Spiel nervt sowas immer, wenn die Paparazzi dann, keine Ahnung, im Garten rumspielen, im Pool planschen oder sonst was. Was eigentlich ziemlich eigenartig ist und was sie eigentlich nicht machen sollten. Deswegen sorge ich vor allem, wenn ich mit den Häusern selbst spiele, meistens dafür, dass halt auch wirklich das Paparazzi sicher ist. Ja, deswegen hier könnte garantiert sein, dass der Garten privat ist. Und die ganzen Flächen, die man hier nicht sieht, habe ich alle noch ausgeschwärzt, damit sie nicht so auffällig und nervig sind. Ja, genau. Hier kommt die besagte Treppe hin. wird dann bald noch eingezäunt. Ich weiß nicht, ob in diesem Teil oder im nächsten. Und dann kommt hier der wunderschöne Treppenaufgang hin, für die diese Fenster gedacht waren. Ja, das ist ein bisschen nervig, diese Treppen zu platzieren, weil die halt die nächste Ebene auf 100% brauchen, also dass die richtige Höhe hat. Obwohl dass er eigentlich frei ist. Die Ebene hat einfach nur niedrige. Und ich kann das jetzt gar nicht erklären. Wegen diesem Split-Leveling muss man das ja natürlich niedriger machen. Aber eigentlich hat das ja sogar 125% der Höhe. Weil das ja frei bleibt. Ja, damit die Sims nicht durch den Boden laufen. Aber ja, wenn man das einmal justiert hat, die Treppe platziert hat und das dann wieder anpasst, dann haut das auch wieder hin. Und dadurch, dass es ein Split-Level ist, reicht nicht nur der Treppenaufgang, sondern muss hier auch noch so eine kleine Zwischentreppe mit hin, um dann zum Obergeschoss zu geleiten. ja, und so sieht das dann aus. Also ich finde den Treppenaufgang richtig cool. Sieht auch richtig schick aus, wie die Sims da immer hoch und runter laufen. Und hier arbeiten wir schon an der Raumplanung. Hier unten kommt die Küche rein, wo ich gerade so wild drin wirbel.
Ja, das war genug Gewirbel. Hier sollte eigentlich erstmal in die Garage reinkommen, aber dann war das so komisch, erstens mal mit der Tür da und dann mit der Form und weiß ich nicht, die Autos stehen ja eigentlich auf so einem kleinen, auf einer kleinen Erhöhung und müssen dann irgendwie mal erst diese eine Stufe runter. Das ist auch irgendwie komisch. Und deswegen dachte ich mir so, nee, irgendwie, weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht. Ich lasse das, glaube ich, bleiben. Hab noch ein bisschen länger rumprobiert, ob das irgendwie möglich ist, ob man da irgendwie so ein Auto reinquetschen kann. Aber ganz ehrlich gesagt, das, ich weiß nicht, das passt einfach überhaupt nicht. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Stattdessen, weiß nicht, ob ich es jetzt gleich gemacht habe, genau, stattdessen habe ich die Parkplätze einfach außerhalb des Hauses platziert und das hat eigentlich auch ganz gut gepasst. Ja, muss ja nicht immer alles in der Garage haben. So kann man viel besser seine protzigen Autos präsentieren. Habe ich auch gemacht, da könnt ihr euch sicher sein. Und stattdessen wurde hieraus ein richtig, richtig cooler Raum. Ist auch von der Raumstruktur her, wie ihr gerade sehen könnt, sehr interessant. Mit so einer schrägen Wand dazu. Da habe ich noch so ein bisschen rumexperimentiert, wo sie am besten zu platzieren ist und was genau ich überhaupt damit machen möchte. Ja, so wird das dann am Ende aussehen. Und ja, so eine große schräge Wand sozusagen. Aber wie gesagt, echt cool. Das wird der Kreativraum, weil einer meiner Sims sehr kreativ ist und ja, alles Mögliche macht. Malen, Skulpturieren, was gibt's noch? Glasbläserei und alles. So alles, was ich so da habe in meinem Sims-Spiel, habe ich da halt einfach mit eingefügt und hat da super reingepasst. Und ist auf jeden Fall groß genug. Also es ist wie so ein Atelier, eine Kunstwerkstatt, weiß nicht, wie man es nennen möchte. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner, kreativer Raum. Und ja, hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, das einzurichten. Ja. Und hier bin ich am oberen Stockwerk. Hier kommen auf jeden Fall die ganzen Schlafzimmer rein. Und da habe ich so ein bisschen versucht, daran zu arbeiten, wie ich das hinkriege. Ich wusste auf jeden Fall, dass meine Familie am Ende drei Kinder haben will. Deswegen brauchte ich irgendwie drei relativ gleich große Zimmer noch zusätzlich zum Schlafzimmer, zum Elternschlafzimmer, was diese große Glasfront zum Garten hin hat. Und da habe ich halt so ein bisschen rumexperimentiert, wie das so funktioniert. Aber so ungefähr sieht es dann am Ende auch aus. Und ja, ich glaube, wir kommen hier auch schon mit dem ersten Teil des Videos relativ zum Ende. Ein paar Sekunden sind es noch, wo ich noch so ein bisschen Feinjustierungen mache. Wo, welches Badezimmer, wie groß und alles. Und auch schon die ersten Türen platziere. Alles ein bisschen einfärbe, glaube ich. Ja. Also wir bekommen auf jeden Fall auch diese modernen Türen, sind auch aus dem Store. Wie immer wurden einige Store-Inhalte verwendet. Dann kann ich leider nichts ändern. Und ja, das ist aber, glaube ich, schon der erste Teil gewesen. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder im zweiten Teil des Hausbauvideos, wo es dann noch ein bisschen an die Außengestaltung geht und an die Einrichtung natürlich. Und ich hoffe, da seid ihr mit dabei. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und freue mich auf morgen. Tschüss!